Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Kommen wir mal zu einem Video, was eines der meistgefragtesten Videos überhaupt auf meinem Kanal ist. Und zwar, welche Beautybox ist denn nun die beste? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist wirklich so, dass ich fast jeden Tag eine Nachricht bekomme mit der Frage, welche Box kannst du für mich empfehlen? Und meistens ist es dann vielmehr, welche Box kannst du generell empfehlen? Nun, das ist immer eine Auslegungssache. Und weil ich halt nicht jedes Mal einen ewigkeitlangen Text schicken konnte, habe ich das häufig so gemacht, dass ich zum Beispiel das Video von Unbox Butterfly Nicole geschickt habe, was jetzt aber auch schon leider ein paar Jährchen älter ist, sodass da halt die Preise nicht mehr stimmen, die Werte und so weiter, sodass ich mir gedacht habe, okay, ich setze mich hin und recherchiere und werde dann für euch eben genau so ein Video in der Art und Weise ungefähr auch nochmal kreieren. Und hier sind wir nun. Es ist nämlich nicht leicht, die perfekte Beautybox zu finden, denn ich glaube, dass Geschmäcker einfach super, super unterschiedlich sind. Denn die Frage ist, was möchte ich investieren? Was möchte ich überhaupt drin haben? Und wie ist überhaupt mein persönlicher Bedarf und wie ist auch so meine... Wie soll ich das sagen? Wie sehr möchte ich meine Experimentierfreudigkeit, so könnte ich das vielleicht definieren, genau. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen mir die ganzen Boxen, die es auf dem Markt gibt, beziehungsweise die Boxen, die ich kenne, die im Abo-Modell verfügbar sind, habe ich mir jetzt heute Morgen vorgenommen, habe mir eine Tabelle erstellt über zwei Seiten und dann einfach mal anhand von Name, Preis, Frequenz, Wert, Produkte, Zielgruppe, Inhalt, Erfahrung, Schminke, zu Pflege, so dieses Verhältnis, das Ganze mal so auseinanderklamüsert. Und das möchte ich euch ja einfach mal vorstellen. Ich habe euch die Produkte bzw. die Boxen auch in der Infobox verlinkt. Gegebenenfalls habe ich da irgendwie auch einen Code gefunden oder ich habe selber einen, weil ich sie selber im Abo habe, in Kooperation bekomme oder. Und ich versuche jetzt dieses Video einfach mal als Informationsvideo für euch zu nehmen, dass ihr dann quasi am Ende des Videos für euch selber entscheiden könnt, was für euch persönlich die wohl am geeignetesten Beautybox wäre. Genau, weil ich kann euch diese Frage leider nicht ad hoc beantworten. Es fällt mir ja schon schwer, diese Frage für mich persönlich zu beantworten und geschweige denn vielleicht auch für meine Freundin zum Beispiel, da könnte ich das so ein bisschen abschätzen, ne? Aber nicht hundertprozentig fix zusagen. Ich finde es super, dass auf YouTube super viele Unboxings immer zu finden sind. Also ihr findet immer den Inhalt der vorigen Monate, sowohl in YouTube-Videos als auch in Beauty-Blogs und so weiter oder auf den Instagram-Kanälen von den jeweiligen Firmen, sodass ihr einfach schauen könnt, was ist drin? Gefällt mir der Mix? Gefallen mir die Produkte? Gefallen mir dieser Vibe, der vielleicht von der Box ausgeht? Oder auch diese Konstellation der Marken und so, ne? Aber wir schauen jetzt einfach mal die Hard Facts quasi durch. Ich habe das Ganze alphabetisch sortiert, damit ich jetzt nicht irgendwen bevorzuge oder benachteilige. Und ich starte mit der Barbara Box. Die hat einen Preis ab 29,95 und ich würde einfach mal sagen, dass ich auch euch die Preise nenne, die quasi ab, ne? Also quasi die günstigste Möglichkeit, eine Box zu bekommen. Das heißt, meistens ist es halt im Jahresabo dementsprechend günstiger, ne? Ich habe das auch mal runtergerechnet. Pro Monat wären das 14,98 €, die ihr für die Box bezahlen würdet, weil, aber ihr bezahlt es natürlich dann in der Frequenz, wie es dort angegeben ist, aber halt nur, um die Boxen miteinander vergleichen zu können. Wow, puff. Deswegen, es ist ein super komplexes Thema. Die Box erscheint nämlich alle zwei Monate. Das heißt, ihr zahlt dann 29,95 € pro Box, ne? Genau, der Warenwert der Produkte beträgt zwischen 100 und 130 Euro, so ist es auf der Homepage angegeben. Und sollte der Wert nicht angegeben worden sein, habe ich einfach so die letzten Boxen mir angeschaut und so eine Art Durchschnittspreis so errechnet, beziehungsweise einen Von-Bis-Preis. Das werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Wir haben hier als Produkte 8 bis 10 Beauty-, Food- und Lifestyle-Produkte drin enthalten und das ist halt auch genauso auf der Homepage angegeben. Die Barbara Box gehört übrigens auch zu der Gruppe der Beauty Love, also da gehören einige zu und auch den Link zu Beauty Love findet ihr dann auch dementsprechend in der Infobox. Die Zielgruppe, so wie ich sie einschätzen würde, sind Erwachsene, die Hunger haben. Das ist jetzt sehr salopp geschrieben, aber du hast halt einfach bei dieser Box, bei den Beauty-Produkten oder bei den angegebenen 8 bis 10 Produkten sowohl Beauty als auch
Food-Produkte und Lifestyle-Produkte. Aber hier hast du vor allem Food-Produkte drin und ja, genau, deswegen Erwachsene, die Hunger haben. Der Inhalt bzw. die Erfahrung, die ich mit dem Inhalt gemacht habe, ist ein Mix aus Drogerie und ein bisschen höherpreisig. Und wir haben halt bei den Inhaltssachen immer Produkte, die immer so ein bisschen, ich sag mal so unter 10 Euro liegen. Und dann hast du ein Produkt dabei, was so ein Klopperprodukt ist, was den Wert halt hebt, sodass du da einen Wert von 100 bis 130 Euro findest. Das Verhältnis ist ein Teil Schminke, 5 Teil Pflege zu 4 Teilen Food und Accessoires, würde ich es jetzt einfach mal nennen, oder Food- und Lifestyle-Produkten. Genau, also du hast hier wirklich nicht so super viele Schminkprodukte drin. Überwiegend ist es wirklich eine Pflege- und Lifestyle-Box. Und wie gesagt, immer allerhand Food-Produkte drin enthalten. Die Blessim-Box habe ich jetzt hier als nächstes. Das ist eine Box, die ab 12,90 Euro kostet. Ich war ein bisschen verwundert, das hatte ich gar nicht gesehen. Denn du kannst ja das Jahresabo abschließen und dann kostet die nicht 16,90 Euro wie regulär, sondern 12,90 Euro. Fand ich ganz nice. Die erscheint monatlich, außer im Sommer, weil das eine Box ist, die so einen französischen Hintergrund hat. Und in Frankreich ist es so, da kommen wir gleich bei der My Little Box auch noch zu, die fassen gerne Boxen Juli, August oder Juni, Juli zusammen zu einer Doppelbox, wo du quasi dann einmal auch doppelt für die Box bezahlst, aber dann auch doppelten Inhalt hast, sowohl an Produkten als auch an Wert. Ja, weil die halt immer einen Monat, ich glaube der Juli ist das dann bei denen, ne, haben die wirklich komplett Pause, da ist auch komplett Ferien und alle sind da irgendwie gar nicht mehr am Arbeiten. Der Wert wird nicht wirklich angegeben. Wir liegen hier immer so ungefähr bei 50 bis 80 Euro, ne, bei dem Boxenwert. Es sind immer 5 Beauty-Produkte drin enthalten und die Zielgruppe sind Erwachsene, die Basics mit etwas mehr wünschen. Also du hast immer sehr brauchbare Produkte hier drin enthalten, aber es sind halt auch schon manchmal so ein fancy Produkte drin, aber jetzt nicht so super ausgefallene Sachen. Genau, wir haben hier meist kleinere Größen in den auch relativ kleinen Boxen drin enthalten. Die Marken sind eher unbekannt, aber dafür eher hochpreisig. Ab und zu haben wir auch mal eine Überraschung, wie zum Beispiel von MAC, von Tarte, von Fenty Beauty. Und du hast halt auch, wenn du diese Base-Produkte hast, so diese Auswahlmöglichkeit. Also wir konnten bei einer Fenty Foundation auf jeden Fall mal die Farbe wählen. Wir konnten bei einem Highlighter auch mal die Farbe wählen. Wir konnten wählen, ob wir einen Lipgloss oder einen Lipstick haben möchten. Und das fand ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Das Verhältnis Schminke zu Pflege ist 1:4, also ein Schminkprodukt in Relation zu 4 Pflegeprodukten, genau. Dann kommen wir als nächstes zur Brigitte Box, die auch zur Familie der Beauty Love gehört. Hier zahlen wir alle 2 Monate 29,95 und liegen somit bei 14,98 Euro monatlichem Kostenaufwand. Hier ist der Wert mit mindestens 100 Euro angegeben. Und es sind 8 Beauty- und 2 Food- und Accessoire-Produkte enthalten. Die Zielgruppe sind Erwachsene, die keine Experimente mögen, weil wir hier wirklich eine sehr, sehr gesittete Box haben. Also es sind so Marken wie Dove drin enthalten und also sehr, sehr, sehr klassische Sachen. Head and Shoulders oder sowas, ne? Was jetzt nicht negativ gemeint ist, also überhaupt nicht werten, sondern wirklich, wenn man nicht dieses Fancy-Pancy möchte, sondern wirklich... Ich habe so meine Sachen, die ich mir immer gerne kaufe. Vielleicht möchte ich mal eine andere Marke ausprobieren, aber so generell möchte ich nicht jetzt irgendwelches super krasses Gedönsen haben. Da ist man auf jeden Fall mit der Brigitte-Box ganz gut bedient. Wir haben hier Full-Size-Produkte weitestgehend drin enthalten aus dem Drogeriesegment. 1 bis 2 Produkte, die den Wert hochmachen. Ne? Das ist halt leider oft der Fall. Ansonsten sind es halt auch wieder Produkte, die sich so unter 10 Euro bewegen. Und ansonsten halt ja dann die Hochpreise treibenden Geschichten. Hier haben wir bei dem Verhältnis 1 Teil Schminke, 7 Teil Pflege, also sehr, sehr pflegelastig. Und dann haben wir so 2 Food-Accessoire-Produkte drin enthalten. Ne? Genau. Und hier bist du halt auch mehr in Richtung Accessoires unterwegs als bei der Barbara-Box. Bei der Barbara-Box haben wir immer mehr Food-Produkte, würde ich persönlich jetzt so aus dem sagen, was ich gefunden habe. Als nächstes sind wir bei der Charmy Box. Das ist eine
die in dem Bereich hier Naturkosmetik, tierversuchsfrei und so weiter geht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Hier zahlen wir 23,33 alle 2 Monate, sodass wir 11,67 Euro pro Monat ungefähr als Aufwand haben. Hier ist kein genauer Wert angegeben worden, der drin enthalten sein soll. Das, was ich recherchiert habe, hat sich immer so zwischen 60 und 100 Euro bewegt, was ich relativ gut finde. Und wir haben 5 Beauty-Produkte drin enthalten. Also es ist wirklich mal vielleicht ein Accessoire drin oder mal ein, keine Ahnung, mal eine Bürste oder eine Massagegeschichte oder sonst irgendwas, ne? Aber es sind eigentlich immer 5 Beauty-Produkte drin. Die Zielgruppe sind Erwachsene, die die Naturkosmetikwelt kennenlernen möchten oder lieben. Also für mich persönlich war das auch eine Box, die mich so ein bisschen in diese Naturkosmetik eingeführt hat, sodass ich dort Marken kennenlernen konnte, die aber nicht zu krass in Anführungsstrichen Naturkosmetik sind, sondern halt auch so Produkte, die sich leicht in meine Routine integrieren lassen haben. Klar hatten wir da auch manchmal Produkte drin, die etwas ausgefallener waren. Aber im Großen und Ganzen ist es so ein softer Einstieg in die Naturkosmetikwelt. Wir haben hier vegane, tierversuchsfreie Naturkosmetik von bekannten oder unbekannten Marken drin enthalten. Manchmal ist es so, dass du die Marken halt über die Box irgendwann kennen und lieben lernst, ne? Wir haben immer ein Auswahlprodukt mit dabei und ja, meistens haben wir hier ausschließlich Originalgrößen drin enthalten. Das Verhältnis von Schminke zu Pflege ist 1:4, also auch wieder hauptsächlich Pflege, aber es ist eigentlich immer ein Schminkprodukt drin enthalten. Als nächstes komme ich gar nicht so weit weg von der ganzen tierversuchsfreien Naturkosmetik, sondern bleib im Prinzip dabei. Da bin ich jetzt bei der Fairy Box. Da zahlen wir 19,90 Euro plus Versandkosten monatlich, ne? Das ist so auch mit eine der teuersten Varianten, wenn ich mir das jetzt so mal angucke. Na fast. Nee, da gibt's noch welche, die teurer sind, aber man ist da auf jeden Fall schon mal recht hochpreisig unterwegs. Wir haben hier einen Warenwert von mindestens 50 Euro angegeben und es sind 4 bis 6 Beauty-Produkte drin enthalten. Ja, die Zielgruppe sind Erwachsene, die die Naturkosmetikwelt kennenlernen möchten oder lieben. Also ganz genauso wie auch bei der Charmy-Box und da sollte man vielleicht einfach für sich schauen, welche von beiden Boxen einen so mehr ansprechen würde. Wir haben hier tierversuchsfreie Naturkosmetik von bekannten oder unbekannten Marken und es ist immer ein Nicht-Beauty-Produkt drin enthalten und meist Full-Sizes drin. Genau. Und hier ist der das Verhältnis auch wieder Schminke zu Pflege 1:4 und wir haben immer ein Accessoire oder Foodprodukt, also mal ist es ein Tee, mal ist es halt irgendwie, meistens ist es wirklich ein Foodprodukt, ne? Ja, ein Pinsel hatten wir, glaube ich, auch mal drin enthalten. Genau. Jetzt kommen wir, ich sag mal so, zu der klassischsten Box, die wir auch, ich glaube, hauptsächlich kennen würden, denke ich mal. Ne? Das ist die bekannteste, ist und zwar die Glossy Box. 12,50 Euro zahlt man dort, also ab 12,50 Euro monatlich. Und hier ist der Warenwert nicht angegeben, aber das, was ich recherchiert habe, hat sich immer so zwischen 50 und 80 Euro bewegt. Enthalten sind 5 Beauty-Produkte und die Zielgruppe sind meiner Meinung nach experimentiert. Freudige Beauty-Lover. Also quasi auch jemand, der mal eine etwas fancy Farbe auf den Lippen oder auf den Augen tragen möchte. Du hast da auch einfach mal so ein bisschen andere Texturen drin enthalten von den Beauty, also von den dekorativen Kosmetikprodukten, dass es auch mal ein Lidschatten-Stick ist oder sowas, ne? Und halt auch wirklich manchmal sehr knallige Farben, auch was die Nagellacke angeht, ist Glossy Box eigentlich auch dafür bekannt, dass die doch relativ bunt unterwegs sind. Genau. Von meiner Erfahrung her ist der Inhalt ein bunter Mix aus sehr günstigen und mittelpreisigen, manchmal hochpreisigen Marken, aber ich würde es halt wirklich eher so als komplett bunten Mix beschreiben. Es ist eher selten, dass wir eine super teure Marke drin haben und wenn das so ist, dann ist es meistens Avant. Aber das ist bei fast allen Boxen der Fall. Genau, und das ist in verschiedenen Größen. Mal ist es eine Full Size, mal ist es eine kleinere Größe, also das ist wirklich komplett bunt gemixt. Und hier haben wir aber ein Verhältnis von 2:3, also 2 Teile Schminke, 3 Teile Pflege. Also hier erhöht sich schon der Teil der Schminkprodukte. Das heißt, wenn man halt auf dekorative Kosmetik abfährt, ist das jetzt so von den genannten Boxen das, was am meisten einem Freude bereiten würde, sage ich jetzt einfach mal. Kommen wir zu einer sehr fancyen Box und zwar ist es die Goodie Box. Die kommt ja aus Dänemark. 19,95 Euro plus 1,63 Euro Energiezuschlag kostet die. Also man zahlt monatlich 21,58 Euro. Ne? Der Warenwert liegt bei mindestens 70 Euro. Das heißt, dadurch, dass wir halt auch einen höheren Preis haben für die Box, steigt auch der Warenwert, was ich
dann auch sehr angemessen finde, was ich jetzt hier noch ganz gut gefunden hätte, wenn ich mir so das Verhältnis von Wert zu Preis, aber dann wäre es auch schwierig mit dem Mindestens und ab. Naja, egal. Wir haben hier 5 bis 7 Beauty-Produkte drin enthalten und die Zielgruppe sind Erwachsene, die Basics brauchen. Weil du hast hier auch sehr oft einfach normale Basic-Produkte drin. Klar, die Marken sind manchmal ein bisschen abgefahren, weil das auch so skandinavische Marken sind. Aber es sind halt nicht so diese klassischen Marken, die man immer schon wieder irgendwie hatte und immer mal wieder kannte und eben mal so im DM bekommen kann. Ne? Also es ist schon ein bisschen abgefahrener und trotzdem aber ein Basic-Produkt. Ne? Von dem Inhalt her ist meine Erfahrung, dass wir mindestens 2 Originalgrößen immer drin haben. Eigentlich überwiegend praktische Beauty-Produkte. Nee, was habe ich denn hier geschrieben? Mindestens 2 Originalgrößen, eigentlich überwiegend. Achso, stimmt. Eigentlich sind es überwiegend Originalgrößen, das meinte ich damit. Und es ist halt praktische Beauty hier drin. Bei der Goodiebox ist halt hier das Außergewöhnliche, sage ich jetzt einfach mal dazu, dass wir hier für die erste Box 9,98 € bezahlen und dann halt quasi nicht die klassische Beauty-Box bekommen, sondern die Welcome-Box. Damit hebt sich die Goodie-Box von allen anderen Boxen ab, weil das ist der Unterschied zu allen anderen Boxen in dem Sinne. Ansonsten haben wir hier im Verhältnis Schminke zu Pflege 1:4. Das heißt, ein Schminkprodukt kommt auf 4 Pflegeprodukte. Hier ist immer relativ der Fokus auf der Pflege, also auch die Schminkprodukte sind eher so, dass sie dann zum Beispiel ein getönter, cremiger Lippenstift oder sowas, ne, aber jetzt nicht was super außergewöhnliches, schminkmäßiges. Dafür hat die Goodiebox nämlich noch die Goodiebox Crush ins Leben gerufen. Die kann man sich auch abonnieren, wenn man möchte, wenn man, glaube ich, eh schon Abonnent ist. Kostet die 14,95 €. Ich glaube, die kann man auch einzeln bestellen, aber das ist jetzt ja irrelevant. Das heißt, da sie alle 3 Monate erscheinen, zahlt man monatlich 4,98 €, hat einen Warenwert von mindestens 45 € und es sind 4 Beauty-Produkte drin enthalten, die dann ja hauptsächlich dekorative Kosmetik sein sollen. Die Zielgruppe sind Schminkfreunde, die es dezent mögen, denn so super knallig finde ich den Inhalt der Box so jetzt nicht, ne? Also das, was ich halt auch hier so dann immer im Abo bekomme. Und die der Inhalt sind Schminke und Tools, die man meist schon in der Schwesternbox hatte. Also wenn man halt die Goodiebox schon abonniert hat, dann ist vieles halt immer sehr ähnlich. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr schade, dass da halt nicht irgendwie was Fancy-Pansiges drin ist. Oder ist es so, dass du das in der Goodiebox Crush drin hast und irgendwann ein paar Monate später bekommt man das dann halt auch in der Goodiebox drin. Das heißt, die Frage ist dann immer, braucht man beide Boxen? Aber das ist einem selbst überlassen. Ich mache dafür ja die Unboxings, dass ihr seht, was immer so drin ist. Das Verhältnis ist 3 Schminkprodukte im Verhältnis zu einem Tool. Also das ist meistens so, dass du halt von den 4 Produkten ein Tool, also ein Pinsel oder so mit da drin hast, ne? Genau. Als nächstes bin ich alphabetisch bei der InStyle-Box angelangt und da zahlen wir alle 3 Monate 39,95 € und ich glaube, die haben angezogen. Viele haben die Preise angezogen. Das merke ich halt intensiv, muss ich wirklich sagen, wenn ich halt drüber nachdenke, dass damals halt auch so eine Brigitte-Box, eine Barbara-Box 25 € gekostet hat, ist es alles ganz schön teuer geworden. InStyle-Box ist jetzt, wie gesagt, bei 39,95 €, erscheint alle 3 Monate, also immer passend zur Jahreszeit, sodass wir 9,99 € pro Monat an Kosten haben. Und der Wert liegt zwischen 100 und 130 € und wir haben Produkte aus den Bereichen Kosmetik und Lifestyle drin enthalten. Da ist nicht genau aufgedröselt, wie viel Kosmetikprodukte, wie viel Lifestyle-Produkte. Da kommen wir gleich zu, das habe ich recherchiert. Und die Zielgruppe sind Erwachsene, die Basics und 1 bis 2 Überraschungen mögen. Also das ein oder andere ist da vielleicht auch mal ein bisschen anders. Ich persönlich finde, dass die InStyle-Box damals, also vor 2 Jahren ungefähr, so richtig krasse Überraschungen auch drin hatte, sodass man sich gedacht hat, oh wow, was ist das denn, wie geil. Und ja, jetzt mittlerweile nähert sie sich meiner Meinung nach immer mehr auch so der, ich sag mal, Brigitte-Box an, ne? Genau, auch vom Inhalt her sind manche Produkte ähnlich, sodass du dann auch Wiederholung haben könntest. Das heißt, die Frage ist immer, möchte man dann auch verschiedene Boxen abonniert haben, die aus einer Boxenfamilie kommen? Deswegen erwähne ich das hier auch, dass InStyle-Box zum Beispiel auch noch zu der Beauty-Love-Gruppe gehört. Genau.
Haben wir zum Beispiel auch an den Adventskalendern gesehen, die sich dann doch sehr geähnelt haben bei manchen Geschichten. Ne? Nun, der Inhalt sind überwiegend Full-Size-Produkte und vor allem Basic Beauty, auch Drogerie, aber nicht überwiegend. Also es ist relativ homogen bei der InStyle-Box. Du hast da halt auch so ein bisschen, dass die dann vielleicht doch mal zu der anderen Schwester, zu der Luxury-Box rüber schaut. Das Verhältnis sind 2 Schminkprodukte zu 5 Pflegeprodukten, zu 3 Accessoires, Foodprodukten, so um den Dreh. Ne? Genau. Als nächstes kommen wir zu der Lookfantastic Beauty Box, die aktuell eine Limited Edition nach der nächsten raushaut. Also da ist die Lookfantastic aktuell sehr krass unterwegs und hebt sich damit halt von den anderen Boxen sehr intensiv ab. Klar, auch eine Glossy Box, also die Schwester der Lookfantastic Beauty Box, haut Limited Editions raus. Blissim hat auch immer wieder Limited Editions. Charmy Box hat eine LE im Jahr. Ja, ansonsten Goodie Box hat auch immer wieder Limited Editions, die man auch so einzeln bestellen kann. Aber das, ja, ist, also da ist die Lookfantastic Beauty Box ungeschlagen, meiner Meinung nach. Also wenn ich drüber nachdenke, was ich in letzter Zeit für Videos gedreht habe, Wahnsinn. Okay, egal. Auch hier haben wir einen erhöhten Preis mittlerweile. Hier liegen wir bei 17 Euro monatlich und es wurde nicht angegeben, wie hoch der Wert so ist. Recherchiert habe ich so zwischen 50 und 85 Euro. Wir haben 6 Beauty-Produkte enthalten. Das fand ich auch interessant. Ich hatte noch auf dem Schirm, dass da 5 Beauty-Produkte drin enthalten sind. Das haben die wohl angehoben, sodass wir halt einen erhöhten Preis haben, aber auch ein Beauty-Produkt dann dementsprechend mehr. Und ja, die Zielgruppe sind Erwachsene, die High-End-Beauty testen wollen. Denn da hat tatsächlich die Lookfantastic Beauty Box die Glossy Box abgelöst. Damals war das so, dass ich gesagt habe, du hast die Pink Box mit den Drogerieprodukten, die Glossy Box mit den High-End-Produkten. Ne? Mittlerweile ist es aber so, dass die Glossy Box immer mehr Drogerieprodukte auch beinhält, sodass du bei der Lookfantastic Beauty Box jetzt auf deine Kosten kommst, wenn du Bock auf High-End hast. Was aber zur Folge hat, dass du vor allem Reisegrößen in der Lookfantastic Beauty Box findest und die sind halt vor allem von den hochpreisigen Marken, weil wir halt, ja, auch dort im Online-Shop sehr hochpreisige Marken finden. Das ist halt auch noch so ein kleines weiteres, was die Lookfantastic Beauty Box ausmacht. Die haben einen riesigen Online-Shop. Das ist der Wahnsinn. Du findest dort alles und ja, alles und jeden gefühlt. Genau. Und bei Pflege, genau, haben wir eher so die Reisegrößen und bei Schminkprodukten haben wir meistens dann auch Full-Size-Produkte. Hier haben wir das Verhältnis 2 Schminkprodukte zu 4 Pflegeprodukten. Also du hast hier, dadurch, dass du halt ein Produkt mehr hast, natürlich 6 Produkte und das ist 2:4. Also du hast hier ein gutes Verhältnis Schminke zu Pflege, finde ich persönlich. Ne? Vor allem, weil die Pflegeprodukte dann ja ein bisschen kleiner sind und du sie etwas schneller aufbrauchen kannst und sich dann vielleicht nicht allzu viel Vorrat anhäufen könnte. Als nächstes kommen wir zu einer sehr luxuriösen Kiste. Jedenfalls war das damals immer so, das Nonplusultra, die Luxury Box. Die gehört auch zu der Familie der Beauty Love Boxen. Alle 3 Monate zahlen wir ganze 47,95. Damit liegt die eigentlich relativ in der Mitte. Ne? Also es hört sich eher so an mit 47,95 für eine Box, dass es sehr, sehr teuer ist. Wenn man das aber so auf den Monat runterbricht, ist es gar nicht so super krass. Ja, wir haben mindestens 150 bis 200 Euro Wert. Das ist meine Ansage. Und 6 bis 8 Beauty-Produkte sind drin enthalten. Ja, dann habe ich mir als Zielgruppe aufgeschrieben, Erwachsene mit Slow-Aging-Wunsch, weil wir hier auch relativ oft Slow-Aging-Produkte drin enthalten haben. Ja, und Erwachsene in dem Sinne, weil hier dann auch Produkte drin sind, die eher so für Erwachsene geeignet sind. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Box, die sich so eine Mom mit ihrer Tochter teilen würde, meine Meinung. Wir haben hier überwiegend Full-Size-Produkte aus dem mittel- und hochpreisigen Segment mit drin. Also wenn man halt Bock hat, einfach ein bisschen was Hochpreisigeres auszuprobieren. Sowohl bei Pflege als auch bei dekorativer Kosmetik ist man bei der Luxury Box eigentlich ganz gut unterwegs. Und hier hast du ein Verhältnis von 2 Schminkprodukten zu 5 Pflegeprodukten. Das heißt, es sind schon relativ viele Pflegeprodukte drin, aber da man halt auch nur alle 3 Monate die Box bekommt, ist es so, dass du dann ja auch einen recht langen Zeitraum hast, um das Produkt aufzubrauchen. Also ich glaube, dass die Luxury Box eigentlich auch eine ganz gute Box ist, wenn man halt so eine Einzelbox bestellt und dann vielleicht noch dazu eine weitere Box bestellen, wenn man möchte, ne, die dann halt so monatlich erscheint, wenn man halt noch zusätzlich diese monatliche Überraschung möchte. Aber in der Luxury Box hast du schon eigentlich eine ganz gute Basis für deine sehr luxuriöse Pflegeroutine.
Als nächstes komme ich zu der My Little Box. Das ist ja unsere französische Charme-Box. Also tatsächlich sehr, sehr charmant, diese Box. Auch das wusste ich nicht. Das fand ich ganz interessant. Wenn du das Jahresabo wählst, zahlst du 17,08 Euro pro Monat. Also du zahlst quasi das in eins, also den Jahresbeitrag. Und das sind dann 17,08 Euro pro Monatsbox, ne? Die Box erscheint auch monatlich, außer im Sommer, da waren wir ja eben schon, weil das eine französische Box ist, die halt ja im Sommer Pause macht. Dieses Jahr oder 2023 hatten wir das ja sogar so, dass zweimal zwei Monate zusammengefasst wurden. Hier ist auch kein Warenwert angegeben worden, was bei der My Little Box aufgrund des Inhalts auch manchmal etwas schwierig ist, weil das halt auch sehr, sehr oft Produkte sind, die eigens für die Box produziert werden, also die Accessoires, sodass es da immer etwas schwierig ist, den Wert zu taxieren. Ich habe mir das ja auch immer so zur Aufgabe gemacht, dass ich mir immer so ungefähr die Preise dazu recherchiere und euch dann auch einblende, und da komme ich auf ungefähr 50 bis 100 Euro pro Box an Wert. Je nachdem, was die halt mal wieder planen. Manchmal hast du halt auch einfach irgendwie eine coole Tasche oder sowas mit dabei, ne? Was dann auch einen höheren Wert hat. Und wir haben jeden Monat drei Beauty-Produkte mindestens drin enthalten und zwei Accessoires. Und diese drei Beauty-Produkte sind meistens aus dem hochpreisigeren Bereich. Meistens auch ein bisschen kleinere Produkte. Jetzt habe ich schon die Zielgruppe gar nicht erwähnt. Egal. Und du hast hier auch relativ häufig ein Produkt von der My Little Beauty Eigenmarke. Das ist die eigene Marke von der My Little Box, die einen sehr hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen hat und die auch einen dementsprechend recht hohen Wert haben. Aber die sind wirklich qualitativ astrein, kann man nicht anders sagen. Und die zwei Accessoires, die dort drin enthalten sind, sind meistens, wie gesagt, extra für die Box produziert. Das heißt, du findest sie auch nirgendwo anders, dass man da jetzt irgendwie genau den Preis recherchieren könnte. Und das sind halt immer sehr liebevolle, auf das Boxenthema abgestimmte Produkte. Und da kommen wir jetzt auch zur Zielgruppe. Das sind Erwachsene, die es verspielt mögen und den französischen Flair sowie liebevolle Zeilen genießen, denn das findet man in der Box immer. Also das Ganze ist super, super liebevoll gestaltet. Du hast halt auch eine Geschichte immer mit dabei. Das Ganze ist immer sehr herzenswarm und das bringt dich auch immer irgendwie auf so eine Reise, und dafür steht die My Little Box tatsächlich auch, ne? Genau. Ja. Und die Accessoires, habe ich mir aufgeschrieben, sind mal mehr, mal weniger sinnvoll. Das ist halt wirklich eine Geschmackssache. Das Verhältnis von Schminke zu Pflege ist ein Teil Schminke zu zwei Teilen Pflege zu zwei Accessoires. Genau, so sagt es ja auch die Box. Und halt von diesen drei Beauty-Produkten ist ein Produkt meistens ein Schminkprodukt. Die nächste Box habe ich ja eben schon mal erwähnt, das ist die Pink Box, die kostet ab 13,45 €, die erscheint monatlich und hat immer so einen Wert von ca. 50 Euro. Wir haben fünf Beauty-Produkte drin enthalten und ein Goodie. Das Goodie ist mal Food, mal noch ein Beauty-Produkt, mal ein Accessoire, die ist das Ananas, ne? Und die Zielgruppe sind meiner Meinung nach junge Erwachsene, die auch ein bisschen experimentierfreudig sind, weil diese Box ist auch ein bisschen manchmal fancy unterwegs, was die Farben auch so angeht. Aber diese Box enthält jetzt nicht so unbedingt diese Slow-Aging-Produkte. Wir haben hier überwiegend große Produkte aus dem Drogeriesegment drin enthalten. Ab und an ist auch mal was höherpreisiges drin enthalten, aber im Großen und Ganzen ist die Box einfach vom Wert her jetzt nicht so super krass heftig, aber das will sie auch gar nicht sein. Hier ist halt der Pluspunkt, dass wir drei Teile Schminke zu zwei Teilen Pflege immer so ungefähr drin haben. Also du hast hier schon einen recht hohen Anteil an dekorativer Kosmetik. Als letztes habe ich eine Box. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt hier reingehört. Sie enthält auf jeden Fall auch Beauty-Produkte. Boxen, wo du vielleicht mal so ein Beauty-Produkt drin hast, habe ich jetzt mal außen vor gelassen, wie jetzt zum Beispiel die About Food Pam oder About Food Sarah Harrison Box, ne? Was ich aber mit reinnehmen wollte, ist die Trend Raider Box. Also da haben wir nämlich immer auch ein bisschen Beauty mit drin. Hier haben wir, ich glaube, die teuerste Box von allen. Da zahlen wir 29,95 € und das monatlich. Das ist mal echt eine Ansage. Wir haben einen Warenwert von mindestens 80 Euro hier drin. Es sind 8 bis 10 Wellness-, Food- und Lifestyle-Produkte drin enthalten. Und ja, hier habe ich mir aufgeschrieben, dass die Zielgruppe Erwachsene, Paare und Familien sind, die Nachhaltigkeit entdecken möchten. Weil du wirst mit dieser Box an die nachhaltige Möglichkeit, Trends zu entdecken, auch herangeführt. Und es finden sich dort
manchmal super abgefahrene Produkte wie eine Bauchtasche aus einem Zementsack, aber auch ein Kilo Mehl mal drin. Und ich glaube, dass diese Box auch ganz gut für verschiedene Altersgruppen geeignet ist und dass es eigentlich auch ganz cool ist, wenn man sowas als Familie auspackt, weil du halt im Prinzip jeden aus der Familie damit glücklich machen könntest. Ne? Also da könnte eigentlich jeder was drin finden. Mal ist da auch irgendwie ein Puzzle oder sowas mit drin enthalten. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Sache wäre, wenn man, keine Ahnung, Kinder im Grundschulalter oder Kindergartenalter teilweise auch hat, dass man da als Familie was Gutes finden könnte. Das war so meine Überlegung, die ich heute Morgen hatte, als ich das hier geschrieben habe. Dann habe ich als Inhalt hingeschrieben, dass du halt diesen Überraschungseffekt hast. Du weißt halt wirklich nie, was dich erwartet. Mal ist es halt ein super ausgefallenes, hochpreisiges Beauty-Produkt, was du da auf einmal drin findest. Mal, wie gesagt, ein Kilo Mehl. Mal ist es aber auch einfach ein Waschmittel. Ne? Also es sind halt wirklich auch brauchbare Produkte drin. Und dann hast du auf jeden Fall eine Box, die dir Denkanstöße gibt, weil du auch immer mal wieder so kleine Kooperationen oder Flyer auch drin findest mit sehr nachhaltigen Projekten. Und du unterstützt auch mit dem Kauf der Box nachhaltige Projekte. Und hier haben wir, ja, kann ich jetzt schlecht sagen, Schminke zu Pflege, sondern wir haben hier ungefähr 2 bis 3 Beauty-Produkte pro Box drin enthalten, was aber vor allem Pflegeprodukte sind, sodass das hier wirklich meiner Meinung nach so eine Familien-Mischmasch-Box ist. Ne? Wenn es jetzt um Foodboxen geht, die habe ich hier gar nicht mit reingenommen, dann kann man sich da auch noch separat was anschauen, aber hier habe ich einfach mal die Beauty-Abo-Boxen aufgeführt und das war jetzt auch die letzte Box in meiner Liste. Fehlen euch Boxen? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, falls ich hier irgendwas vergessen habe. Oder möchtet ihr vielleicht auch noch so ein Video haben über Boxen, die es so als einmalig zum Kauf gibt, wie zum Beispiel die Asam Beauty Wundertüte oder die Beauty Bay Boxen oder sonst irgendwas. Lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen. Und falls ihr aber auch zum Beispiel eine Box selber im Abo habt, die euch hier definitiv fehlt, die ich aber noch nicht kenne, dann schreibt gerne dort auch die jeweiligen Infos halt rein, Name, wie viel die, also ab wie viel Euro die kostet, wie oft die erscheint, welchen Wert die hat ungefähr, ne, welche Produkte so drin enthalten sind, die Zielgruppe, wie so eure Erfahrung mit dem Inhalt ist und wie das Verhältnis Schminke zu Pflege ist oder auch zu Accessoires, zu Food, wie auch immer. Da können wir nämlich gerne als Community diese Liste erweitern, wenn ihr möchtet. Und ja, das sind auf jeden Fall die Boxen, mit denen ich so meine Erfahrung gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich euch irgendwie weiterhelfen konnte und dass ihr euch bei irgendeiner dieser Boxen wiedergefunden haben solltet. Ansonsten schaut fleißig die Videos und guckt, welche euch so flasht. Sehr, sehr häufig ist es nämlich der Fall, dass man halt genau die Boxen, die ihr seht, auch einzeln kaufen kann. Ne? Oder im flexiblen Abo und dann direkt kündigen. Das kann man natürlich auch machen. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Über die ganze Geschichte Kundenservice und so weiter habe ich jetzt gar nicht wirklich was erzählt. Das kann ich auch bei vielen Sachen gar nicht, weil ich da nicht mit dem Kundenservice Kontakt hatte. Da liest man halt über jede Box unterschiedliche Erfahrungen. Da kann ich leider nicht so detailliert drauf eingehen. Und deswegen habe ich das jetzt auch einfach mal außen vor gelassen. Aber die meisten sind tatsächlich immer sehr kulant. Ihr Lieben, das wäre es ja aber dann tatsächlich gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.